Hallöchen und herzlich willkommen zu einem kleinen, wie nennt man das? Ich sage mal ein kleines Aufrufvideo. Denn ich habe mir jetzt überlegt, da ich schon eine richtig schöne Abonnentenzahl habe und eine echt, ja, sehr, sehr schöne Aufrufzahl von fast 45.000, das ist schon ziemlich krass, dachte ich mal, da könnte ich doch ein bisschen aktiver auch bei Facebook und Twitter sein. Und damit ihr wisst, dass ich Facebook und Twitter habe. Denn bei den meisten Videos, ich zeig's mal, ist er bei mir doch ein bisschen versteckter. Also hier das Video, sehr schön. Und hier auf mir anzeigen, da steht es meistens ganz, ganz unten. Und ich weiß selbst, die Seiten werden relativ selten aufgeklappt. Deshalb, ja, sage ich es mal so in dem kleinen Video. Also wie gesagt, ich habe Facebook und Twitter. Bei Facebook ist es Gambling Otaku zusammengeschrieben. Das ist meine Unterhalter bzw. meine Fanpage. Da könnt ihr mich abonnieren bzw. ein Gefällt mir da lassen. Dann könnt ihr die ganzen Sachen, die ich hier poste, auch in eurer Timeline, in eurer Start-Dingsbums da sehen. Ihr wisst schon, was ich meine. Unter anderem, was ich gestern gepostet habe oder nee, vorgestern, 12:30 Uhr morgens. Oh mein Gott. Da ich mir zum Release-Tag Kingdom Hearts 2.5 Remix gekauft habe, habe ich da zum Beispiel gefragt, ob ich die Version besser finde wie das Original oder ob ihr überhaupt das Original besitzt und so weiter. Und ja, da dachte ich mal, dass ich hier mal ein bisschen was posten könnte. Hier wahrscheinlich das Zeug, was ein bisschen mehr Text braucht, wie hier bei diesen 140 Zeichen-Getweetere da. Deshalb werde ich dann hier auch ein bisschen aktiver sein und mal hier ein bisschen was posten und da ein bisschen was tweeten. Also Post, Tweet, Post, Tweet, Post, Tweet, wie ich lustig bin. Und hier könnt ihr, damit das Ganze Zeug sieht, ein Gefällt mir da lassen. Das wäre sehr schön. Und auch falls ihr bei Facebook aktiver seid wie bei YouTube, das könnt ihr auch sein, könnt ihr dann hier bei meinen Let's Plays meine Let's Plays gucken. Macht ja auch Sinn. So, da sind hier ein richtig schöner Player. Ist zwar alles auf Englisch, aber ich denke, das Englische könnte man einigermaßen lesen. So, hier noch ein paar meiner aktuelleren Videos. Ihr könnt mich auch abonnieren und auch bei YouTube das Ganze angucken und so weiter, wie ihr lustig seid. Wenn hier ein neues Video dazukommt, wird es nicht direkt auf Facebook geschrieben. Also da müsst ihr dann immer mal so reingucken. Und ja, das ist meine Fanpage. Und Seite, die ihr wahrscheinlich eher kennen werdet, ist Gambling Leerzeichen Otaku. Das ist meine private Fanpage, blöd gesagt. Und die muss ich haben, dass ich hier diese richtige Fanpage anlegen bzw. verlinken konnte. Also die hier muss ich haben und was ich da machen soll, als zweite Fanpage, da habe ich gar keinen Plan. Da doch jetzt einfach mal, damit hier ein bisschen was ist, dass hier meine PlayStation 3 Trophäen hier mal verlinkt werden. Da könnt ihr auch Kommentare schreiben und gefällt mir drücken und so weiter. Hier zum Beispiel ganz neue Kingdom Hearts 2 Final Mix 3 Trophäen. Dann GTA 5, Naruto Storm 3, Borderlands und meine ganzen anderen Games, die ich gerade so zocke. Und ihr könnt mir auch Freundschaftsanfragen schicken und Nachrichten schreiben und so weiter. Aber hier werde ich relativ inaktiver sein oder ja, passiver. Passiver ist das Gegenteil zu aktiv, ja, also da werde ich eher passiver sein. Und hier eher aktiver, denn da hätte ich so gesehen drei Seiten und wäre doch ein bisschen zu viel, denn ich weiß nicht mehr, was ich mit einer Seite machen soll. Jetzt habe ich zwei. Also ich werde jetzt immer wieder mal hier und mal da ein bisschen was machen. Und ja, so viel zu Facebook. Jetzt kommen wir zu Twitter. Da habe ich eine neue Seite anlegen müssen, denn meine alte wurde irgendwie gehackt und ein bisschen zugespammt mit extrem vielen, vor allem türkischen Seiten, denen ich angeblich gefolgt bin. Ich habe da was retweetet und favorisiert und so ganz, ganz komische, dubiose Sachen. Also das war ich nicht. Und ich hatte das Passwort geändert und alles Mögliche, aber ich denke, wenn das einmal passiert ist, wird das nochmal passieren.
Deshalb habe ich da eine neue Seite angelegt, auch mit dem Namen Gambling Otaku zusammengeschrieben und mit Gambling Leerzeichen Otaku. Und übrigens auf YouTube findet ihr mich unter Gambling Otaku 2. Ist ein bisschen verwirrend, aber irgendwie findet ihr mich schon. Und hier werde ich auch ein bisschen was rumtweeten. Da habe ich auch schon ein bisschen was gemacht. Zum Beispiel hier. So, mein alter Twitter-Account wurde ja wohl zu krass gespammt, deshalb ein neuer. Mit besserem Content. Vielleicht. Hallo Internets. Wink. Dann der 67. Part von Inazuma 11 Go Schatten. Also meine Videos werden hier auch verteilt. Dann, da ich schon einen Follower habe. Vielen Dank für einen Follower. Hashtag jawohl ja. Ein Lob von William Glass. Und hier Part 68, das Ende von 5 Sektor. Und derzeit kommt da bisher noch nichts, da ich mir denke, okay, ein Follower, was soll ich da groß schreiben? Und da es doch ein bisschen komisch aussieht mit 241 Abonnenten und fast 45.000 Aufrufen mit 3 Likes und einem Follower, dachte ich mal, mache ich mal einen ganz kleinen Aufruf, weil ich jetzt auch schon ein bisschen bei den Vorbereitungen zu Inazuma 11 Ultimate bin und auch den nächsten paar der älteren Projekte wieder an den Start gehen werden. Also Phoenix Wright, Ace Attorney, Killer is Dead und jetzt auch schon South Park, der Staub der Wahrheit, dass ich da mal ein bisschen die Social Media Trommel rühre. Und deshalb, falls ihr möchtet, könnt ihr mich unterstützen auf Facebook und Twitter unter Gambling Otaku. Also folgen, liken, abonnieren, favorisieren, Daumen nach oben, wie ihr lustig seid. Gott, hört sich das komisch an von mir. Ja, also wie gesagt, falls ihr mich unterstützen wollt, das wäre ziemlich knocke. Also danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.